Nee, ich stehe. Alles stehen bleiben. Das bleibt so, wie es ist. Halt, stopp. Es bleibt hier so, wie es ist. Alle bleiben so stehen. Darf ich dich da umstellen? Nein, passt so. Direkt am Anschluss geben, machen wir nämlich weiter mit dem nächsten Part. Und willkommen zurück. Läuft. Okay. Ja, weil wir es können. Was wir in diesem Part machen, müssen wir mal gucken. Erstmal einkaufen. Erstmal fragen, was... Eintrinken. Erstmal eintrinken. Das ist eine gute Idee. Mhm. Mal gucken. Erstmal Objekte verstauen. Denn wir haben im letzten Part ja einiges bekommen und wir konnten ihn nicht fangen. Verdammt nochmal. Ja. So. Was habe ich noch mit? Direkt. Farbbälle brauche ich schon mal nicht. Abprallbomben kann ich reinstecken. Er hat reinstecken gesagt. Einfach so. Das Kombibuch können wir da lassen. Jeder Menge Munition, die ich alle bestimmt nicht so in dieser Masse brauche. Und die wichtigste habe ich natürlich nicht dabei. So, erstmal kaufen. Erstmal kaufen wir uns Muni. Die ist ja nicht so teuer, denn das ist ein bisschen blöd beim Schützen. Das Einzige, was man hat, ist Normalstufe 1. So, ich schau mal nach, wenn wir als nächstes machen. Stufe 2 kaufen wir. Dann Schrot. Schrot brauchen wir nicht, weil wir ja im Solo, weil wir im Multi sind. Im Solo ist das nur praktisch. Ja, ich will dann die Quest aus. Man mit Schrot relativ viel auf einmal platt bekommt, aber im Multiplayer. Mhm. Da man ja seine eigenen Leute nicht abschießen will, auch wenn das eine lustige Idee wäre. Schön, knall sie ab. Verräter! Also, wir könnten. Nebelsnarf. Oh ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Hört sich gut an. Im nächsten Part können wir dann den Agnaktor machen. Gut, dann gibt's jetzt den Nebelsnarf. Den Witz, den kennt ihr noch gar nicht, aber den werdet ihr jetzt auch kennenlernen und ihr werdet ihn lieben. Oh, das ist nämlich bei uns rein aus Zufall entstanden. Denn als ich das erste Mal den Namen gehört habe, ich fand ihn so witzig, habe ich erstmal rausgemacht, Nebelsnarf. Und das hat sich dann so sehr entwickelt, dass das immer wieder und überall in dieser Richtung erwähnt wurde. Und deswegen... Es hat sich wie ein Virus verbreitet. Es hat sich wie ein Virus verbreitet, so kann man es sagen. Wird jetzt in jeder möglichen Situation, wenn man das machen kann, Nebelsnarf erwähnt. Also, Eis und Donnerschwäche. Das heißt, aber kein Element. Das heißt... Die Rüstung könnt ihr eigentlich so behalten, aber nur halt eine Waffe. Zum Beispiel, du hast ja den Laggy-Bogen, den kann er lassen. Laggy was? Ich hab die Armbrust. Ich hab sogar Donner-Muni. Oh yeah. Als wird mit scharfer Munition geschossen. Nett, ich kenn's. Au! Nett, ich kenn's, oder? Eine gute Idee. Aber das wollte ich jetzt gar nicht zeigen. Pew, pew. So, den Chat wegmachen. Was geht eigentlich gerade bei Skype? Skype, was geht bei dir? Bei Skype, Monster Hunter. Ja, das stimmt. Während des Streams ist schlecht. Da hat der Junge recht. Hm. Was macht eigentlich der Stream gerade? Läuft schon irgendwas? Jo. Haben die schon haben die schon Dings zum Laufen bekommen? Oh, sie haben auf jeden Fall gerade wieder angefangen. Na, gerade wieder den Stream angefangen. Ja, das hört sich doch gut an. Also machen wir eine. Los, ich möchte Anschluss 3 gucken. Wird auf jeden Fall auch noch alles kommen. Hier, Kelly, zeig den Zuschauern mal mein neues Langschwert. Also, ich sehe gerade. Mein neues altes Langschwert. Oh, was ist denn das für ein Langschwert, mein lieber Koparius? Also, es besteht aus Teilen eines Sinokris. Dieses Monster werden wir auch noch kennenlernen und lieben. Nicht. Ja, das wird aber noch eine Weile dauern. Kurz gesagt, Blitz und verdammt stark. Hm. Ein Sinokris. Mr. Kopa, würden Sie sich ein bisschen bitte beeilen? Nö, kein Bock. Ein bisschen bitte. Vielen Dank. Bei so etwas muss man nicht nett sein, weil so etwas muss man sagen, Kopa, beweg den Arsch, bitte String gucken. Da muss man ein bisschen Druck hinterbringen. Ich musste 10 Tage darauf haben, Monster zu zocken. 10 Tage! 10! Und Daniel, was sagst du? 10x50. 10x50. 10,5 Tage. Oh, Kaltgetränk. So, Genesung nicht mit, obwohl ich nie auf Genesungen schießen werde. Soll ich mal die Schallbomben mit? Heißt, gut, meine Kaltgetränke. Gratis Kaltgetränke. Hey, cool. Wer braucht die schon? Wenn man kaltes Fleisch hat? Ah ja, sowas gibt es. Wenn man ein gebratenes Steak oder ich glaube, es war ein gebratenes Steak mit einem
Eiskristall kombiniert, kriegt man ein Steak, das kühlt. Sehr coole Sachen, muss ich sagen. Was meint ihr? Sollen wir schon mal sagen, was mein A-Typ Nibelsnarf ist, oder sollen wir das uns noch aufsparen? Das können wir auch relativ kurz erwähnen. Der Nibelsnarf ist, werdet ihr gleich sehen, einfach im Prinzip ein Hai. Mit dem Unterschied, dass er im Sand lebt, anstelle von dem Meer. Wasser. Ist unter dem Sand. Groß, hat einen ziemlich hohen Angriff. Element hat er keins. Die Schwächen hat Kobay, glaube ich, schon gesagt. Ja. Und er taucht halt gerne aus dem Sand auf, um dort Sandattacken zu machen. Wie ein Hai. Wie ein Hai. Nee. Also hier ist er nicht. Also wird er wohl bei 9 sein. Ja, der ist eigentlich immer anfangs 9. Anzutreffen in großen Gebieten. Jo. Ich schluck ein Kaltgetränk. Und das sehe ich auch gerade, glaube ich, hier irgendwo. Ich weiß nicht, welche Sanddüne das nochmal war, aber an der Sanddüne erkennt man Kobra, wenn ich bitten darf. Ja. Ach so, ja, mit Vergnügen. Also, ihr seht ja immer hier, zum Beispiel da ist halt ein Fake, aber da sieht man, weil der Luft rauskommt, steckt er da drunter. Und dann, genauso, ihr habt das Ausrufezeichen gesehen, das hat uns schon bei Metal Gear Solid angekündigt, da ist irgendwas, auf das man aufpassen sollte. Ja. Wie unter anderem der Nibelsnarf. Einfach draufhauen und warten, was passiert. Da seht ihr auch schon groß, kommt angekrochen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht getroffen wird, weil er eben abartig viel Schaden macht. Ja, das wäre bei keinem Monster unbedingt so gut. Nur beim Lieblingsnacht. Und er furzt sehr gerne, wie man hier sieht. Ja, er furzt sehr gerne Sand raus, und aber diese Furzinger kann man auch zerstören, also. Man kann die Furze zerstören. Oh mein Gott, das ist ja wie was. Aber ihr seht, er hat keinen besonderen, keinen besonderen Schwanz oder sowas draußen, das heißt, er war. Und nicht vergessen, er hat niemals auf die Eier von jemandem furzen. Ja. Ach ja. Oder wie die Kakteen schon erwischt. Wie die Kakteen gerne sagen, furze nicht beim Durchfall. Furze nicht beim Durchfall. Aber nochmal darauf zurückzukommen, eben, er hat keinen besonderen Schwanz oder so, mit dem er angreift hier, er hat halt nur seinen Kopf eben. Er steckt also halt im Sand drin. Und hat seinen Körper, mit dem er eben Sprünge macht. Apropos also Schwanz, geht beim Liebesnarf eigentlich ein Tailcut? Ich glaube nicht, ne? Nein, weil er da halt, der Tail kommt da manchmal raus, aber weil er immer im Sand steckt, ist sein Tailcut nicht einprogrammiert worden. Ja. Was wir aber er kommt halt der weiße Hai, der nicht ganz weiß ist, sondern eher hier. Gibt's eigentlich, einen weißen Nibels nach? Das wäre eigentlich verdammt cool, der weiße Hai und so. Ich glaube es nicht. Na, I don't think leider so. Nein, hä? Das ich da haben sie wohl nicht cool. dran gedacht. Der weiße Nibelsnarf. Der ist ja eher hier so Wüstenfarben. Ich kann ja mal Sandgelb. Oder wie auch immer am Ende der Folge nachschauen, welche was seine Unterart ist, welche Farbe die Unterart hat. Und dann kann ich es mal den Zuschauern mitteilen. Nibelsnarf! Wie eine Dampfwalze! Hört sich eher wie so ein Pokémon an, habe ich mir erstmal gedacht. Und deswegen kam bei mir Nibelsnarf bei raus. So, ich versuche jetzt mal was. Wird zwar jetzt noch nicht funktionieren, sondern eher gleich. Braucht er immer seine Zeit, bis der gelähmt ist. Ah, hast du Lehmmunition? Natürlich habe ich Lehmmunition. Ja, ich gerade nicht, aber natürlich. Aber er hat sie dabei. Wenn Kelly daran denkt. Aber er gräbt sie halt meistens im Boden und dann von unten halt zu kommen und dann anzugreifen. Er kommt von unten. Aus dem Sand raus. Und macht dann eben dort seine Sprünge. Ich werde euch gleich übrigens bei Bedarf noch was Lustiges zeigen, was man mit dem Nibels nachmachen kann. Während er jetzt erstmal ins andere Auto ab oder will er noch was von mir? Hat irgendjemand einen Farbball dabei? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nö, der geht eh in 10 oder 8. Nee, hab ich nicht. Warte mal, ich hab doch halt die Scheibe auf meinem Sitz. Jetzt seht ihr das an, er saugt den Sand an und wuuuuh! Das Schöne ist nur, wenn man hinter ihm ist, kann man trotzdem angreifen. Na klar. Weil es vor ihm, weil es da keine Sau interessiert. Hinten ist eh sein Schwachpunkt. Gelähmt, da hab ich's geschafft. Also, gut.
Na jetzt, schön drauf. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen. Das heißt, man kann ihm schön Schaden reindrücken. Eben haben wir schon gesehen. Paralysiert. Paralysiert. Bekommt ein Problem. Wir haben ihn analysiert und danach paralysiert. Und das springt er schon wieder. Und da ist man ausgewichen. Ganz genau so. So, und die Schallbombe geht voll in die Hose. Hm. Und er ist gerade wütend. Das ja, ach so, das ist raus, weil er an der Nase raucht. Geworfen. Nom, 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 nom. Hat er Hunger, der Junge. Oh, der Junge! Ein Riesenmaul. Bam, bam, bam. Hat die Schallbombe getroffen? Ups. Nö, ich glaube, die... Ich weiß nicht, wie man die timen soll. Das habe ich noch nie gemacht, wenn man aus dem Boden rausholt. Wenn er sein Maul auf hat, dann rausspringt. Na, nein, nee, jetzt muss man unter. Das ist auch ziemlich cool. Wenn er gerade auf dich rennt, wenn er dich gerade anvisiert hat, dann Fassbombe einfach. Genau, das müssen wir mal machen. Alle stellen sie jetzt. Ich stelle jetzt gleich eine Fassbombe hin. Und zwischen uns und dem Nibelsnarf, wenn er gerade auf uns zurennt und gerade uns happen will, stellen wir die Fassbombe. Dann wird's lustig. Dann kriegt er das Maul. So, ich stelle dir mal eine Fassbombe hin. Ihr seht auch, dass sie schön groß ist. Komm her, Nibelsnarf. Nibelsnarf. Und das heißt, wir leisten mal dem Kelly die Gesellschaft. Komm her. Ah, komm schon, mein Kleiner. Ganz genau so. Aber Junge! So, hat es geschafft. Er hat sie gefressen und die explodiert, wie ihr seht. Und jetzt kann man schön draufgeben. Die explodiert im Magen. Eine auch äußerst sehr schmerzhafte Art, aber hey! Es ist der Nibelsnarf und der hält sowas aus. Ich glaube, man konnte den Nibelsnarf gerade auch angeln. Okay. Wie das denn? Nein, das sind diese Silberfische, da ist gerade einer. Achso, die waren. Ich dachte mir gerade schon, weil das Angelsymbol da auftauchte. Ach, oh, Wassermonster, kann man eigentlich in Magiakros angeln? Bestimmt. Keine Ahnung. Ich hab's noch nie geschafft. Also ich hab's noch nie versucht. Ich hab niemanden gesehen, der es versucht hat. Wahrscheinlich kam einfach noch nie mehr auf die Idee. Doch, doch, bestimmt. Bestimmt hat's auch jemand schon gemacht und ich erzähle dir jede Menge Bullshit. PS2 nehmen wir mal. Oh, da ist er. Haha, er rennt erstmal an mir vorbei, oder? Jo, ich schieße erstmal Muni, mitten ins Nichts. Bam. Ziemlich cool. Los, immer weiter drauf. Und er schüttelt sich erstmal ein paar Mal. Bam, yes. Und er ist so schön erwischt. Immer schön auf Kopa hauen. Und ich wette, der Nibelsnarf stirbt auch, bevor wir ihn fangen können. Ja, 100 Pro. Wir sind einfach zu OP. Wir sind zu Achtung, möchtest. Jetzt sieht er seine Sand, oder? Ja. Wir wissen ja, wenn wir dabei wären, wird es noch schneller gehen. Oh, da hat ihn jemand rausgefetzt. Oh ja. Boah, komm jetzt. Ups. Und da humpelt er schon. Doch, da humpelt schon. Ja, dann können wir versuchen, ihn zu fangen. Versuchen? Brauchen wir das überhaupt? Egal, einfach machen. Was können? Wenn wir's können. Wo ist meine? Weil wir's können. Wir springen runter. Ne, warte. Ich glaube, der legt sich erstmal schlafen. Dann können ja, wir dann gut, warten. Und wenn er schläft, dann können wir fangen. So, Beruhigung, es ist geladen. Schockfalle ist da. Und jetzt machen wir einen auf Assassin's Creed und leisten einen Todessprung! Und hier seht ihr auch schön, der Nibelsnarf pennt. Und jetzt? Bin ich mal ganz nett. Und wir sind jetzt ganz leise und ich lege eine Schockfalle da drunter. Und dann jetzt sehen wir, was passiert. So, ich wecke ihn. So, ich bin gefangen. Da, ich bin schon gelähmt. Und gefangen. Bam. Und das war's. Einmal beruhigen drauf und er pennt. Ich will den nicht töten. Es ist ein Nibelsnarf. Au. Und das Sieg ist rumrennen. Ich piekse. Piekse. Pick. Die Attacke haben wir auch neuestens entdeckt. Pix. Nein! Pix. Zack. Pix. Ich pix sie auch mal. Au. Siegestanz! Aua. Da kommt Siegestanz! Siegestanz! Oder Moment, Siegestanz. Welcher Tanz war das noch? Das war der Clown-Tanz, ne? Oder stolzieren. Irgendein Tanz war das doch noch. Ja, stolzieren. Stolzieren war das. Irgendwas habe ich doch damit heraufbeschworen, dann habe ich es bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich muss mir die Parts nochmal angucken. Warte, stolzieren, so. Ja, oder? Ich weiß. Aber irgendwas habe ich damit noch heraufbeschworen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit heraufbeschworen habe. Irgendwie schwul tanzen? Keine Ahnung. Nein, das war schwul tanzen. Ja, das war schwul tanzen. Und wir machen das genau synchron.
Im Geiste vereint. Oh, der schläft ja ganz ruhig. Da muss ich auch. Ne, aber egal. Jetzt wird er an einen Zoo verkauft. Nein, jetzt wird er von uns langsam ausgeweitet, dass wir noch mehr. Wir haben bekommen einen Mani bis nach. Nee, sonst würden wir ihn ja nicht leben fangen. Er wird jetzt teuer an einen Zoo verkauft und muss dann für Ewigkeit noch drum hampeln. Und wie kriegen wir dann die Materialien? Und wie kriegen wir dann die Materialien, Mr. Schlaumeier? Keine Ahnung. Wir beschneiden ihn vorher. Das ist wie bei der Beschneidung. Ja, wir schlitzen ihn auf, nehmen alles raus und stopfen ihn aus und dann wird er ausgestellt. Ein Stofftier, Liebelsnarf. Auch nicht schlecht. Mama, warum tut der gerade nichts? Der ist nur ausgestopft. Allein schon die Vorstellung. Bestes Konzept, wir werden reich, Leute. Wir werden da reich. Ja, ein Monster Hunter Zoo mit riesigen Tieren. Vor allem, wo hast du Platz mit einer riesigen Wüste für so einen 20 Meter großen Liebelsnarf? Oh, es gibt eine dringende Quest, so wie es aussieht, oder? Ja, besser als Demon Yu. Wo willst du den Demon Yu hinpacken? Aber, ich würde mal sagen, halbe Stunde, da haben wir zwei Parts, das dürfte erstmal reichen. Okay. Und ich möchte gucken, was der Wolf so macht. Winken, winken ist gut, winken, sogar der Daniel winkt. Unglaublich. Aber das stimmt echt. Und wir wechseln dann in ein Siegesjubeln. It's unbelievable. Nee, ich mach das. Good old Winken. Während du einfach... Dahin, also links erkennt man den Koopa beim Winken in seiner... Ich find's immer noch komisch aussehende Lila-Rüstung. Lila, die wirst du auch bekommen, mein Freund. Ich weiß. Auf dem High-Ranked eine gute Wasserrüstung. Dann haben wir noch den Daniel, der weiter jubelt. Ich winke und verabschiede mich, genauso wie die anderen beiden von euch. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Jupp. Jo. Beim nächsten Part kommt ein anderes Monster als ein Liebelsnarf, den man schon gar nicht mehr toppen kann. Liebelsnarf! In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao. Jetzt will ich endlich gucken, was der Wolf macht. Jo, tschüss. Ciao, Leute.